Ayo, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dead Space 3. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ja, da wir ja leider, beziehungsweise was heißt leider, keine Speicherslots, oh no, mehr haben, müssen wir, sage ich mal, auf Speicherslots verzichten. Und dementsprechend, sage ich mal, auch bis zu bestimmten Wegen spielen. Ist aber nicht so schlimm. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Okay, ich glaube, das sind diese Mist... Oh Gott. Das sind die neuartigen Mistficker. Oh, jemine. Oh Gott, das ist nichts heißen Gutes. So, nehmen wir uns mal mit, diese ganze Scheiße. Und heilen wir uns mal. So, was haben wir denn hier Schönes? Erstmal öffnen Sie die Tür, mein Lieber. Okay, ein bisschen links. Ein paar Clips dann hier hoch. Heute mal auf spontaner Art und Basis ein paar Völkchen vorproduzieren, wenn ich das aufnehme. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich die zweite Folge von Dead Space 3 Let's Play aufnehme, ist gerade erstmal die sechste Folge vom Dead Space 1 Let's Play veröffentlicht. Was schon krass ist, also die Vorproduktion ist hier wirklich krank. Ich habe schon für den nächsten Monat vorproduziert. Und ihr seht die Folge wahrscheinlich erst Anfang Mai und wir haben erst Mitte April. Und ich glaube, ich habe den Hauptgenerator des Schiffs gefunden. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, sollte sich der Übergang für sie öffnen. Was ist mit Ihnen? Hier gibt es einen Aufzug, der direkt zur Spitze hochgeht. Ich treffe Sie an Ellis Koordinaten. Ja gut. Ziel hinzugefügt. Das ein bisschen ungewohnt ist, dass wir, sag ich mal, so eine Art Unterlauf haben. Also, dass wir zwei Waffen auf einmal haben, was an sich ganz cool ist, aber irgendwie keine Ahnung. Ja, das weiß ich doch. Was soll ich denn hier machen? Muss ich hier irgendwas aktivieren? Achso, gucke da. Okay, verstehe. Ehrenhaft. Und dann kommen schon die ersten Viecher. Oh ne, das wollte ich nicht. Ja man, die Shotgun hat's in sich. Die Shotgun hat's in sich, Digga. Die macht Spaß. Ja man, easy. Ja man, es bockt schon, also ich muss sagen, die Schießereien hier bocken wirklich, also es macht, mir macht Spaß, bin ich ehrlich. Mir macht richtig Spaß, Digga. Vor allem, weil wir so, halt so, sozusagen so Zweierwaffen haben, so mit einem Unterlauf, das bockt schon hart, Digga. Die ist immer so richtig fett ammeln und damit Shotgun so Rest geben. Ich bin ehrlich, es bockt mir schon. Also bis jetzt bockt's. Aber es ist eigentlich immer so, also es ist teilweise so wirklich öfter so, dass ich Spiele, die ich damals irgendwie nicht gut fand oder nicht so geil fand, ich die danach, also nachher spiele, ich die irgendwie besser finde oder die mir mehr Spaß machen, ich weiß nicht. Ist aber echt irgendwie so. Ja, moin. Weg mit dir, Alter. Schön wegtriggern den Scheiß Hohnsohn, Alter. Alter, Waffe ist rund um mal stark, Alter. Achso, jetzt mal hier das Teil aktivieren. Juch, was ist denn jetzt? Alter, nein, 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 noch mehr irgendwelche Zigeunerviecher. Okay, wir haben jetzt irgendwas aktiviert, ich glaube den Strom oder so. Ja, wir haben den Strom aktiviert. Ach komm schon. Ehre. Ich muss jetzt. Wohin? Geh da hinten lang. Also so gut, wenn du also hier rechten Bumper einmal drückst, kannst du dich Dinge, dass ich ducken. Du musst, sag ich mal, den rechten Stick gedrückt halten, damit du, sag ich mal, diese Funktion bekommst. Ja, ist ganz gut gelöst. So, sag ich mal, das Hinhocken, sag ich mal, zum Gameplay mit hineingeführt hat oder auch zum Beispiel das Zurückrollen, indem man zweimal hier
die Springtaste drückt. Also haben die wirklich gut gelöst, finde ich. Ich muss halt sagen, ich finde den Anzug nur mal hässlich. Ich finde ihn total hässlich. Mal gucken wir, was wir für Anzüge wir noch haben, beziehungsweise wir kaufen können, weil es ist, wie gesagt, so lange her, ich kann mich kaum noch daran erinnern. Wir haben auf jeden Fall legendäre Anzüge bekommen, weil wir Dead Space 2 gespielt haben. Du hast es gefunden. Oh, Ellie, Baby. Ich wusste bis zum Sturm zu sterben. Captain, ist er das? Ja, das ist er. Isaac Clark, es ist mir ein Vergnügen. Austin Buckle, Marco Ops. Und das hier ist Jennifer Santos, unsere kleine Lady mit dem großen Grips. Wenn sie wirklich das Marker-Skript dechiffrieren können, dann hat diese Mission vielleicht noch eine Chance. Isaac, danke, dass du gekommen bist. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich weiß, tut mir leid. Aber ich habe dir so viel zu erzählen. Okay, wir müssen hier schleunigst verschwinden. Los, los. Nein, noch nicht. Isaac. Wir müssen den Marker stoppen. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Markersymbole geschrieben. Die Antworten sind da drin, ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlass Isaac das übersetzen. Wir gehen jetzt. Ich helfe Buckle, du Santos. Und los! Kümmer du dich um deine Crew. Die braucht dich mehr als ich. Scheiße, Digga. Die ist mit dem Typen zusammen. Oh. Das ist hart in die Fresse. Kapitel 4. Asche der Geschichte. Quartier des Admirals. Digga, es ist... Alter, also das war wirklich gerade... Das war mega mies, ich schwöre, das war mega mies. Aber wir haben ja ein paar Sachen, sage ich mal, bekommen. Ich bin gespannt, was für Sachen wir haben. Beziehungsweise... Energie, genau, Feuerplatine. Wir können jetzt rein theoretisch etwas Neues erstellen. Zum Beispiel damit... Und könnten jetzt zum Beispiel hier irgendwie Upgrade-Partien oder so machen. Könnten wir hier rein theoretisch so eine Art Tool bauen. Da sehe ich gerade hier, okay. Diese Rezepte, Ressourcen, die wir brauchen, um das zu machen. Neues Modul machen. Wenn wir das zum Beispiel machen würden, dann könnten wir jetzt zum Beispiel die obere Spitze ändern und daraus was bauen. Also man kann, sage ich mal, sehr, sehr viel machen. Und da kann man, glaube ich, auch noch was machen. Also irgendwie Stase und so. Also da gab es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Und wir haben jetzt eine Waffe gebaut. Wir haben eine neue Waffe gebaut. Eine neue Waffe wurde im Safe abgelegt. Und hier haben wir, sage ich mal, auch nochmal Art Rezepte. Um, sage ich mal, irgendwelche Waffen herstellen zu lassen. Wie zum Beispiel so eine P90-artige oder sonst was. Also da haben wir, sage ich mal, auch einige Rezepte vorausgelegt, die wir machen können. Und ja... Da können wir zum Beispiel die Dinger hier verkaufen. Oder Objekte herstellen lassen. Was cool ist. Wir haben sozusagen hier den Safe für unsere Waffe, die wir neu aufgebaut haben. Hier die zum Beispiel können wir demontieren. Und haben irgendwie, sage ich mal, mehr... Wenn ich jetzt zum Beispiel hier gehe, haben wir zum Beispiel mehr Sachen. Wir können dann, sage ich mal, viele Sachen herstellen und so weiter. Und. Also jetzt habe ich mittlerweile so ein bisschen verstanden. Das ist für unsere AR, stimmt. Und das ist, sage ich mal, für Erweiterungen. Da können wir jetzt hier zum Beispiel irgendwas aufbauen. Hier sammeln automatische Munition in der Nähe. Aber da gibt es viele Möglichkeiten, haben die an sich echt gut gemacht. Ja, zum Beispiel können wir jetzt die Feuerrate nochmal erhöhen oder nachladen. Dann können wir Schaden mehr machen. Also hier zum Beispiel, was haben wir hier? Eine Elite-Platine. Können wir herstellen lassen, wenn wir die Ressourcen dazu hätten und. Also da können wir, sage ich mal, vieles mit diesen Ressourcen machen. Wenn wir die finden, viele finden davon, da können wir auf jeden Fall sehr, sehr viel damit anstellen. Und ich muss dazu sagen, ich habe mit zwei, wie gesagt, ich habe jetzt da zwei Safe Games runtergeladen. Und die sind da.
Ich kann es auf jeden Fall, glaube ich, schneller wieder triggern. Wenn du schnell einen Triggerfinger hast, den ich habe, dann kannst du, sag ich mal, ordentlich was damit machen. So. Aber wenn man sich sag ich mal, so ein bisschen durchgelesen hat. Es passiert im Moment so viel. Also Norden, ja? Das ging ja schnell. Das Ende der Welt steht bevor und du denkst nur an uns? Verdammt richtig. Ich habe dich nie aufgegeben. Nein, du hast die Welt aufgegeben. Hey, dafür habe ich bezahlt. Oder findest du, dass ich noch nicht kaputt genug bin? Isaac, hier geht's um Leben und Tod. Ohne deine Hilfe sind wir geliefert. Also. Als ob ich eine Wahl hätte. Ja, es ist, als ob wir eine Wahl hätten, Alter. Na, ja, ist halt, sag ich mal, schon ein Schlag in die Fresse, wenn man so sieht, so, ja. Auf einmal mit so einem absoluten Hässlon verheiratet. Ist halt nicht so schön. Da können wir gar nicht durch. Ach, gucke da. Und jetzt hier, das hier. Drehen, bis der Strom kommt. Zack, Junge. Und schon haben wir einen Teil. Jawohl. Ja, schon gut. Ups. Komm schon mal schneller. Oh Gott sei Dank. Oh nein, nein, nein. Nein, verpiss dich. Verpiss dich. Missgestalten, Alter. Hundesöhne. Jawohl. Jawohl, easy. Nein, nein. Jawohl. Easy peasy lemon squeezy, mein Lieber. Komm, schnell, 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 schnell. Bevor sie kommen. Bevor sie kommen, bevor sie kommen. Jawohl. Ehrenhaft. Ehrenhaft. Sehr schön, Jungs. Dann haben wir das auch geschafft. Oh Gott. Nein, nein, einfach piss dich, du Bastard. Nein, ich will dieses haben. Ja, danke schön. So. Ehrenhaft. Ehrenhaft dann hier runter. Ich frage mich mal, wann wir diese scheiß Anzugstation bekommen, um die Anzüge zu wechseln. Das war auf jeden Fall ganz schnieke, weil ich will mal gucken, was für Anzüge wir noch sonst so haben. Weil dieser geht mir langsam auf, sag ich mal, guck dir an, Digga, du siehst, der sieht aus wie E.T., Alter. E.T. mit Krebs, so sehen wir aus. Gut, dann. Das hätte böse enden können. Isaac, hier Carver. Wir sind hier alle in Sicherheit. Was ist mit den anderen? Sie werden leben. Wir treffen uns im Quartier des Admirals. Lassen Sie mich nicht warten. Der Typ kann gut reden, Alter. Er ist mit unserer Alten zusammen und... Ach. Was will man tun? So ist das Leben manchmal. Manchmal ist es unfair. Fortschritt wird gespeichert. Oh nee. Nee, 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 nee. Verpiss dich. Hurensohn. Okay, ein bisschen vom Wandler. Ein bisschen Energie hier, ein bisschen Energie dort. Hier haben wir schon alles. Was ist das? Was ist das?
Was ist das? Was ist das? Verstehe ich nie. Na gut. Jedenfalls auch Leute, die schwer vom Begriff sind, verstehen das. Okay, dann geht's ab nach oben, wie es aussieht. Ich muss morgen einkaufen, Alter. Ich muss morgen auf jeden Fall einkaufen. Wir haben auf jeden Fall genug Munition, so. Am Start. Jesus. Oh mein Gott. Ellie, komm her. Wir haben das Quartier des Admirals erreicht. Isaac geschafft. Hey, Isaac. Isaac? Carver, was ist da los? Abschalten. Isaac. Abschalten. Hey. Abschalten. Was ist denn los? Nichts. Alles in Ordnung. Alles. Admiral war besessen davon, einen Schlüssel herzustellen. Ein Schlüssel? Wofür? Hey, ein Schlüssel wofür? Für irgendeine Alien-Apparatur. Eine Maschine. Sie glaubte wohl, dass sie die Marker steuert. Oh mein Gott. Sie wollte sie abschalten. Das schrieb sie immer wieder. Wie ein Mantra. Oder Anweisungen. Genau danach haben wir doch gesucht. Das ist nicht irgendein Planet, Isaac. Sie haben die Quelle gefunden. Die Heimat der Marker. Der Teufel soll mich holen. Heimat der Marker. Okay, wir sammeln uns im Kontrollraum. Von dort aus planen wir unseren nächsten Schritt. Clark, kommen Sie zu sich. Los jetzt, Clark. Okay. Wir haben ein schrottreites Transportschuttle namens Crozier aufgespielt. Wenn wir es wieder flott kriegen, schaffen wir es damit vielleicht zur Planetenoberfläche. Keine Chance. Wenn wir dieses Shuttle finden, machen wir hier die Biege. Verdammt, Robert! Wenn wir die Marker nicht stoppen, gibt es nichts mehr, wohin wir zurück könnten. So oder so scheint das Shuttle unsere einzige Chance zu sein. Wo ist es? Im größten Schiff der Flotte, der Terra Nova. Aber es ist ein langer Weg dorthin. Wir müssen eine Möglichkeit gehabt haben, zwischen den Schiffen zu pendeln. Wenn sie eine Möglichkeit hatten, finden wir sie. Aber die liegt, also ich sag mal so, die Grafik ist wirklich baba. Und das einzige Problem ist, was ich mit meinen 360 habe. Meine 360, das Laufwerk von meiner 360 ist Arsch. Laut wie Arsch, ich höre. Das ist unnormal, wie laut mein Laufwerk von der 360 ist. Wirklich, das ist der Wahnsinn. Aber nicht so schlimm. Ich drücke ja eh die Tonspur-Rausch-Unterdrückung, von daher passt das alles. What the fuck? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Hör auf, verpiss dich. Ehrenhaft. Nice. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, 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 okay. Okay, da, was ist dort? Bleib offen, bleib offen. Schrotflinte. Ein Plan auf jeden Fall. Plus 1 Clip, ich glaube für Munition oder so. Na, ja, da haben wir auf jeden Fall was für die Werkbank gefunden. Was cooles. Wir haben ja sozusagen Bench und Werkbank in einem Fortschritt gespeichert. Lally. Da bist du ja. Die hat Brüste bekommen. Such nach einem Weg raus aus diesem Frack. Santos, sagen Sie ihm, was wir gefunden haben. Natürlich.
Wir haben ein kleines Wartungsschuttle gefunden, ein Skip. Es ist nicht sehr schnell und kommt auch nicht sehr weit. Aber es wird sie zu den äußeren Schiffen bringen. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Und jetzt holen wir uns das Shuttle, damit wir endlich heimkommen. Hey, hey, wir holen das Shuttle, dann entscheiden wir, was wir tun. Ich sehe mir dieses Skip an. Was ist das? Lädt die Waffe automatisch nach, sobald der Clip leer ist. Sammelt automatisch Munition aus. Ne, brauche ich alles nicht. Standardspitze. Missionar. So. Perfekt. Aber die Waffe, sag ich mal, so ein bisschen geupgradet. Jetzt sind wir auf 34. Okay, dann geht's, glaube ich, für mich weiter nach oben. Oh, jojo, wie viel Heilung wir haben. Das ist ja zu viel. Moment, wir müssen ganz kurz die Heilung mehr oder weniger wegpacken, weil... Zwei Mittel reichen komplett aus. Auch hier, Digga, das ist viel zu viel, Mann. Also so viel brauchen wir gar nicht. Munition geht immer, aber... Ach, damals. Für die scheiß Kostüme, Alter. Mechanikeranzug? Ist er das? Der Legendenanzug? Ich hoffe, das ist er. Ja, Mann, Alter. Oldschool, Junge, oldschool. Wo sagen muss, dass dieser Eis auch krank nice ist, Alter. Rig Upgrade. Panzerung. Trefferpunkte. Okay, verstehe. Wir machen dann alles wie diesen Teilen da, also wir haben gar keine Credits mehr. Isaac, Norton hier. Warum kontaktieren Sie mich auf einem privaten Kanal? Weil ich wissen muss, ob Sie auf meiner Seite sind. Es gibt Seiten? Ich weiß, Sie hatten was mit mir. Aber sie gehört jetzt zu mir und ich liebe sie zu sehr, um sie das tun zu lassen. Wenn sie recht hat und hier ist die Heimat der Marker, gibt es vielleicht eine Chance, das Ganze wir zu stoppen? Wir beide wissen doch, wie das enden wird. Hätte man vor 200 Jahren einen Weg gefunden, die Marker zu stoppen, wären wir jetzt alle in Sicherheit. Das ergibt doch keinen Sinn. Oh, jetzt kann ich nicht. Sie denken, Sie und Sie. Vergessen Sie es. Sie sind auch in Sicht, okay? Okay. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, da hinten hin. Alter. Hören Sie das auch? Meine Rig empfängt eine Art Botschaft in Dauerschleife. Klingt chiffriert. Sie kommt aus dem Forschungsschiff CMS Greeley. Das könnte echt wichtig sein. Wenn ich kann, sehe ich mir das an, Santos. Isaac, Ende. Oh, ich finde, das ist so geil, Digga. Wir haben eine Legendenanzug. Das ist so heftig. Was ist das? Ah, wir können jetzt dahin fliegen. Okay, verstehe.
Also, ah, okay, verstehe. Wir nehmen jetzt dieses Shuttle und fliegen jetzt zu verschiedenen Stationen hin. Interessant. Ich glaube, das ist aber nur ein Gimmick, weil die meiste Zeit werden wir so oder so, glaube ich, auf dem Planeten spielen. Soweit ich weiß. Es kommt, glaube ich, ein bisschen später. Hier ist die Station. Ich bin in der Terra Nova. In welcher Richtung ist das Shuttle? Santos, Sie haben die gespeicherten Aufzeichnungen gefunden. Was steht drin? Nur, dass das Shuttle außer Betrieb war. Sie wollten es aufschlachten. Super, also weiß niemand, was genau ist. Es muss irgendwo noch detailliertere Aufzeichnungen geben. Ich sehe mich mal im Schiff um. So, da haben wir jetzt die Aufgabe bekommen. Na gut, dann gucken wir mal, was es so gibt. Ziel hinzugefügt. Der Anzug ist zwar geil, aber ich will mal gucken, Digga, was ist mit diesem Schneeanzug? Kapitel 5. Der hier. Ich will mal gucken, wie der aussieht. Wenn er hässlich ist, nehme ich den Oldschool-Anzug wieder. Oh, das sieht aber auch brutal aus, Alter. Der ist auch heftig, Alter. Gut, der leuchtet jetzt zwar leider nicht blau so, aber der ist auch Baba-mäßig. Ja, ich bleib jetzt mal bei dem Anzug. Der ist halt wirklich, der sieht Baba-mäßig aus. Zwar jetzt nicht so geil wie der, also für mich persönlich wie der Oldschooler. Der klassische Legendenanzug, aber der ist auch heftig geil. Jeder Anzug hat auch sozusagen so seinen eigenen Rig, seinen eigenen Rig und so weiter. Okay, das ist halt wirklich diese typische damalige. Wir haben mal diese ganzen Ressourcen, wie gesagt. Rationspakete, die gibt's auch noch, also Credits. Objekte. Ja, damit. Was habe ich hier voll? Ich habe ja die maximale Dings. Achtung, Energiereserven sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Aha, da haben wir hier diese Werkbank da. Upgrade-Platine plus 1 Feuerrate. Ist das wie damals? Ja, haben die aus Let's Plays 2 übernommen. Ehre. Ja, ist easy. Aus Let's Plays 2 übernommen halt. Finde ich gut. Ich aktualisiere jetzt unsere Ordnungssender. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Na klar. Das kriegen wir hin. Interessant. Interessant. Also wir haben jetzt auf jeden Fall die Aufgabe bekommen, dieses Teil wieder in Schuss zu bringen. Werden wir natürlich auch machen. Ist ja nicht so das Problem. Können wir das spielen? Leider nicht, schade. Jetzt hier nach unten, yep. Dann yep nach unten. Oh Gott, da sehen wir schon Blut. Das ist nicht so gut. Öffne den Kollegen. Also man kann sagen, was man will. Ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das Spiel wirklich wieder gut. Ich bin echt, bis jetzt gefällt es mir wieder ganz gut. Natürlich ist bei weitem nicht so geil wie jetzt zum Beispiel ein Dead Space 1 oder Dead Space 2. Aber es ist ein gutes Spiel. Kann man nicht anders sagen.
Und vor allem der Aspekt, dass man, sage ich mal, die Waffen bauen kann, so. Es ist ein ziemlich, ziemlich geiles Feature. Weil damit hast du sozusagen einfach viel mehr Umfang. Viel mehr Möglichkeiten, die du machen kannst. Da bist du, sag ich mal, in einer gewissen Art und Weise viel freier. Was cool ist, also was echt geil ist. Schade finde ich zum Beispiel, dass es hier kein klassisches Impulsgewehr und so weiter mehr gibt. Aber ist halt nicht so schlimm. Oder vielleicht doch, vielleicht muss ich es dann bauen können. Man weiß es ja nicht. So, ab nach unten. Aber ich glaube, das Spiel ist auch nicht so lange. Ich glaube, geht auch so 6 Stunden oder so. Oh nein. Ach, das ist dieser kleine Bot. Wow. Ein alter Sucherbot. Könnte noch nützlich sein. Hat er was gefunden? Sucht der Soßen und bringt sie zur Wand. Ja, das ist geil. Das ist geil. Okay, dann nach rechts. Er sucht jetzt hier auf entspannt. Oh nein. Nein, 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 nein. Ficke dich. Oh nein. Komm her, du Hurensohn. Nice. Ehrenhaft. Nein, nein, nein. Mein Gott, geh doch endlich sterben, Alter. Gibt's ja nicht. Mach auf den Hasen. Weitere Werkbank. Och nein, nicht die Scheißdinger wieder. Oh nein, nein, nein! Nein! Fick dich! Holy shit, Alter. Kranker Typ auf jeden Fall. So. Werkbank muss man dieses Tool reinlegen. So, perfekt. Also, neu. Feuerrad hinzufügen. Ja, ich weiß. Geht fit. Okay, ich muss Ressourcen benutzen, um die auch freizuschalten. Ja gut. Aber für alles gibt's Ressourcen. Wenn ich jetzt aber eine neue Waffe erstellen möchte, so. Was ist das? Das ist dieser... Okay, das ist irgend so ein Tool für unten. Das ist schwer. Unteres Tool brauchen wir nicht. Gibt's hier irgendwas? Sammelt automatisch Munition irgendwie von... Vollautomatisch oder so? Nee. Das reicht schon. Brauchen wir alles nicht. Erzielverlust. Irgendwas Entfernung? Nö.
Weil wir bauen jetzt einfach mal hier so eine normale AR. Ja, weil wir es können. So. Sozusagen zwei Waffen selber gebaut. Strahlenkanone, Karabiner. Warte mal, ich habe jetzt mal kurz einen anderen Plasma-Cutter genommen. Ist das jetzt ein anderer Plasma-Cutter oder ist es eh ein gleicher Plasma-Cutter? Das ist ein gleicher. Na gut. So. Oh ne. Oh ne, oh ne, oh ne. Nein, nein, nein. Hör auf damit, mach das nicht. Mach auf den Hasen. Schönen guten Tag, mein Lieber. Nein, nein, nein. Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Weg da. Nein, 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 nein. Nein! Mir das. Miese Prise. Miese, miese Prise. Upgrade Platine, was ist das? Einmal nachladen, okay, nice. Nein, 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 nein. Hör auf. Nicht gut, nicht schön, nicht korrekt. Wo ist der andere Zigeuner? Junge, bist du hässlich. So, nice one, Jungs, sehr schön. Dann bringen wir uns erstmal hier. Was ist das? Terra Nova, was weiß ich was? Junge. Okay, dann ab nach oben. Leute, irgendwas blockiert das Bahnsystem. Cargo Ops sollte in der Nähe sein. Man kann die Schienen von dort aus sehen. Danke, Bagger. So. Fortschritt wird gespeichert. Oh, nö. Nein, nein, nein. Nicht gut. Jawohl. Die Dinger sind geblieben, Alter. Die Dinger sind geblieben. So, dann ab nach oben. Juch. Ich merke, wir haben sehr viel Clips verloren. Brauchen wieder mehr Clips. Okay, wir haben wieder nochmal eine Werkbank. Nachladen. Okay, nice, nice, nice. Was ist, wenn ich drücke Inhalte zum Herunterladen? Was ist das? So epische Waffe und Ressourcenpack. Wenn ich das jetzt bezahlen will, kostet mich das noch was, oder? Ist es jetzt free? Also ich muss da wirklich dafür bezahlen. Für drei Mücken will ich aber nicht. Ist wirklich ein bisschen Abzocke, Digga. Ist, sag ich mal, wirklich für echt Geld dafür bezahlen muss. So. Ein paar Munitionsclips herstellen, Alter. Ich glaube, ich jetzt 399 perfekt, Alter.
Ihren Hüft. Ich sehe das Problem jetzt. Jemand hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion. Ach, er Jackies. Wir müssen, sag ich mal, so platzieren. Hä? Warte mal. Also wie passt das denn zusammen? Ich bin übelster No, wenn das da geht. Hä? Ah, jetzt. Okay. Ihre? Das ist, sage ich mal, so ein bisschen Knobelarbeit. Ehre. Haben wir gleich geschafft. Ah, jetzt, oder? Ne? Wie denn, Junge? Ah, jetzt. Ehre. Aber man hast du, warum geht das immer aus? Ich hab doch noch zwei Striche. Hässlich. Okay. So. Wo ist der Hut? Nein, nein, nein. Der spuckende Bastard. Nein, nicht schon wieder einer. Alter. Junge, Junge, Junge. Och nö. Holy shit! Nein! Oh Gott! Nein, 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 das heißt nichts Gutes. Oh ne, oh ne, oh ne, wir sind gefickt, wir sind gefickt, wir sind gefickt. Wir sind so gefickt. Wenn der jetzt kracht. Yep. Toll. Cargo Ops. Okay, Freunde, wir haben den Fortschritt zum Speichern erreicht. Dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Wir sind schon bei über 40 Minuten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns in dem nächsten Video, beziehungsweise in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Dead Space 3. Bis dann, haut rein, ich sag noch ein Wort. Peace out.